Ich grüße euch zurück zu Enderall. Und heute werden wir ein bisschen aufregenderes Zeug machen. Eigentlich nicht. Wir werden mal das ganze Herzland auf Herz und Nieren prüfen. So, sehen uns doch einfach mal um. Hier in den dichten Wäldern. Verglichen mit anderen Gebieten sind die Wälder hier dicht. Ich sehe da hinten eine Palisade. Bestimmt haben sich ein paar Banditen da drin breit gemacht. Die Mistkerle haben ein Lager hier. Türen. Wow. Und der Vogel wird gezeigt. Warum kommt diese dumme Kamera, ja? Ich hätte in der hätte den Mistkerl in der Zeit doppelt und dreifach fertig machen können. Ich hasse das so sehr. Ich finde es so nervig. Das reißt mich immer aus dem Spiel raus. Wenn diese dumme Vorschau kommt. Als ob das cool aussieht. Das sieht richtig dämlich aus. Wie der stundenlang auf irgendwas draufschießen mit dem Zauber. Lasst es doch einfach bleiben. Ich brauch's nicht. Ich weiß, es gibt Plugins, um das auszuschalten. Mods. Wie auch immer. Aber ich konnte dann dieses Spiel nicht mehr starten, als ich die installiert habe. Manchmal glitscht das Audio ein bisschen hier, leider. Hm. Was willst du machen? Es sind schwere Zeiten. Ja, ganz einfach. Wir machen das Herzland, dann machen wir die Bauernküste. Dann können wir uns überlegen, ob wir für eine kleine Variation, für ein bisschen Würze, die Frostpassage machen. Vielleicht nehmen wir dann den goldenen Forst. Und dann nehmen wir uns das Nordwindgebirge vor. Ja, die Wüste machen wir irgendwann mal. Verarscht! Oh, was? Ist gut. Ist gut, Bär. Ist gut. Fahr endlich zur Hölle. Die Mistviecher habe ich ja richtig gern. Die stinken wie der Furz eines Vartyren. Irgendwie so, nicht wahr? Oder der Arsch eines Vartyren. Ich weiß es nicht mehr. Aber die Vergleiche sind schon angebracht. Ja, wir haben viel Lebensenergie zu heilen. Ja, wir sind auch bald wieder eine Stufe aufgestiegen. Sehr bald. Irgendwie hört man Kreaturen grunzen. Grunzen, sag ich schon. Fauchen. Obwohl, es ist ja... Na, dann speichern wir mal. Man weiß ja nie. Weißt du, ich bin das Treppensteigen nicht gewöhnt. Ah. Lasst euch nicht täuschen, von denen gibt es mehrere Schwierigkeitsstufen. Ja, Mana. Ich finde es immer ein bisschen dumm, dass bei diesen Spielen die Lebensenergie nicht langsam aber sicher mit aufsteigt, weil bei Gothic ist der Luxus ja gegeben und zu Recht.
Finde ich. Bei Risen auch. Ja, und dann als nächstes. Vierfache des. Ja. 15% verlängerte Wirkdauer bei Elementarzauber. Na, ob das was bringt, das will ich ja mal wissen. Oh, dieses Wasser zwischen den Steinen. Nettes Detail, schönes Detail. Gutes Detail. Und dann sehen wir doch mal weiter, was hier noch so zu finden ist. Viel Zeug zu plündern. Weil die Viecher sind für gewöhnlich zu dumm, um Fallen aufzustellen. Ah, was ich auch noch machen muss, ist... Wo ist das? Gesucht in... Nee. Ah, das ist ja Silber, glaube ich. Das lassen wir uns mal nicht entgehen. Würde ich meinen. Oder war es Silber? Quecksilber habe ich so aufgesammelt, das weiß ich. Nee, Moment mal. Das habe ich nicht aufgesammelt. Ich hatte einmal in der Folge, nach einer Folge was aufgesammelt. Bin dann aber gestorben und das hier war wohl auch Quecksilber. Eigentlich geil, wenn man damit auch Alchemie betreiben könnte. Okay. Ich habe hier Quecksilber 3, also wenn das jetzt hier noch größer wird, die Zahl noch höher wird, dann... Ja. Okay, dann wissen wir jetzt, wie Quecksilber aussieht. Ah, ist ja so geil, wenn man hier die Lampe... Wenn man da eine Kerze anschalten könnte. Aber die ist nur zur Deko. Schon wieder Dunkelheit, Mann. Du hast es wohl nicht so mit dem Tageslicht. Die Flasche ist im Weg. Ja. Und das ist ein Helm, der da liegt, okay. Also kein wertvoller. Nee, falscher Weg. So muss ich lang. Sie sind da. Ich kann ihre Anwesenheit spüren. Selbst hier. Kaum zu glauben, dass ich mich für ein bisschen Quecksilber so tief in diese Höhle begebe. Mein Leben wegen solch niederen Erzeugnissen, nein, Erzen aufs Spiel setze. Naja. Ich sehe das Tageslicht. Es ist angenehm. Der Anblick tut gut. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht, wirklich. Den habe ich nicht kommen sehen, aber ich feiere sowas, also. Bisschen Jumpscares in gewissen Maßen. Das ist schon nicht schlecht. Leuchtende Pilze. Aber nicht mal naschen. Sonst wirst du verrückt. Genau wie der Jorgensen.
Ja. Ja, ich... Hab das... Ja! Ich wusste, dass es eine Falle war. Ich habe den Dings noch gesehen, aber ich war mir echt nicht sicher. Ich dachte, ich könnte ihn noch aktivieren, ohne dass... Oh nein! Muss ich die beiden Mistviecher wieder erledigen. Okay. Ja, schon wieder dahin. Mitten durch die Dunkelheit. Mitten durch die Dunkelheit. Ja, okay. Da ist nichts. War da vorher was drin? Ich kann mich halt einfach nicht erinnern. Macht ganz schön Spaß, die Viecher zu zerfetzen. Diese Mistviecher. Aber diese Höhle geht noch viel tiefer. Ich feiere das halt auch. Diese Dungeons. Es ist immer wieder gut, so ein Dungeon zu haben in diesen Spielen. In allem, was so auf Elder Scrolls aufbaut. Mistkerl. Ich hasse das, wenn Gegner so einen übelsten Geschwindigkeitsvorteil haben. Komm her, du hässliche Mistkerl. Aber du hast halt leider keinen Intelligenzvorteil. Du Stück Dreck. Jetzt liegst du in der Erde, als ein Haufen verkohlter Staub. Was willst du machen? Aber es gibt halt wirklich überhaupt kein Licht in irgendeiner Form. Naja. Achso, das ist nur eine Abkürzung. Dann sind wir wohl durch mit dem Ding. Auch gut. Irgendwo hängt dieser Brutus rum. Den müssen wir auf jeden Fall auch... Der heißt Brutus der Schlitzer. Ich werde den Brutus den Aschehaufen nennen, wenn wir fertig sind mit ihm. Wenn wir eh hier unterwegs sind, gerade, das ist ja nicht weit weg. Na gut. Ja, an dem See. Warum nicht querfeldein? Die Wölfe sehen so geil aus. Ich wünschte, mehr Wölfe würden im Spiel so aussehen. Aber so sehen einfach echte Wölfe aus. Und dieses braun-grau, diese Mischung ist großartig. Wie schon gesagt, wäre echt schick, wenn das mehrere Spiele machen würden. Oder mehr Spiele machen würden. Oh, was zückt ihr denn schon eure Waffen hier, Banditenpenner? Und dann schäle ich dir das Fleisch von den Knochen. Hättest lieber zu Hause bleiben sollen. Asche zu Asche.
Na, dann wollen wir doch mal sehen, was ihr so habt. Schwerer Lederharnisch. Auch da, sehr schade und sehr vertane Chance, eine schickere Rüstung zu machen. Wenn es alles Lamellen wären. Viel zu gut. Es würde viel geiler aussehen und viel interessanter auch fürs Auge. Viel, viel interessanter. Aber nee. Wir müssen ja alles viel zu übertrieben, gleichzeitig aber viel zu langweilig machen. Elder Scrolls. Bis hier wurdest du gespült. Was ist los? Seid ihr wasserscheu? Ganz schön viele, ja? Ich glaube, durch die bin ich verreckt, als ich offscreen kurz gespielt hatte. Ja, okay. Nur ein paar Kratzer. Ich habe mir überlegt, wie könnte man ein System machen, bei dem es keine Lebensanzeige gibt. Und man trotzdem ein vernünftiges Feedback hat, sodass man als Spieler weiß, wie es um die Figur steht, die man spielt. Und zwar könnte man es so machen, dass man, wenn man jetzt nicht gerade im Kampf ist, dass man im... Es muss nicht mal ein Menü sein, es kann einfach eine Taste sein. Und dann drückt man die Taste und die Spielfigur fässt sich so ab und guckt so an sich rum und sagt sowas von wegen, der Arm... Nur ein einfacher Kratzer. Nichts Beunruhigendes. Oder er sagt so, guckt so runter und sagt so, oh je, diese Wunde beim Bein sieht gar nicht gut aus. Ich sollte vielleicht mal einen Arzt aufsuchen. Sodass man praktisch nur verbal erzählt bekommt. Entweder, also je nachdem wie detailliert das Verwundungssystem ist. Ich meine, wenn man jetzt wirklich nur den ganzen Spieler an sich nimmt und nicht jedes einzelne Körperteil. Auch nicht, dass man gesagt bekommt, ich habe irgendeine Krankheit, sondern irgendein schweres Gefühl liegt mir im Magen oder mir ist speiübel. Solche Sachen eben. Dass man das alles nur so gesagt kriegt und gar nicht über irgendeine Anzeige, die einem aus dem Spiel rauszieht. Das wäre echt großartig. Okay, sind wir überhaupt jetzt wirklich? Ja, Tatsache. Ich bin einfach nur in irgendeine Höhle. Was fällt dir ein, mit einem Dolch nach mir zu stechen? Du Haufen Elend. Sie hören, doch sehen kann ich sie nicht. Kann ich sie nicht. Der ist nur noch ein Haufen Asche. Tja, deine schicken Moves bringen dir jetzt leider auch nichts mehr. Boah, du hättest fast tot sein können, du Mistkerl. Die Macht des Eises wird dir nichts nützen. Frost von Udun.
Ja! Du Mistkerl. Ihr könnt nicht rasten, während Feinde in der Nähe sind, ich weiß. Na, die Roben sind ein bisschen was wert. Ah, die haben uns schon eine schwere Wunde gerissen. Ja, es sind wohl immer noch Feinde in der Nähe. Es ist ganz oben, wisst ihr, was ich meine? Wir haben so viel davon. Ich hätte auch was Dickeres nehmen können, was Nahrhafteres. Aber man tut, was man kann. Das Schloss ist zu schwierig für mich. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. So, eigentlich... Boah, dass das Licht einfach mal komplett aufgehört hat gerade. Eure Fähigkeiten reichen nicht aus, um dieses Schloss zu knacken. Erhöht eure Fähigkeit im Schlösserknacken oder entwickelt entsprechende Erinnerungstalente. Ja. Bei der Dunkelheit erkennt man einfach nicht genug. Zufällig weiß ich, dass hier aber auch noch einer ist. Danke. Ich weiß, dass ich sie getötet habe. Du musst es mir nicht auch noch zeigen. Es ist hier wahrscheinlich wieder Korund, oder? Gucken wir mal. Der Ton glitscht manchmal ein bisschen. Nicht so lustig. Ja, es war Korund. Okay. Ah, dass ich gar keine Fackeln habe. Ja gut, ich benutze auch nie Fackeln in diesen Spielen. Nirgendwo ist was drin. Wir haben auch keine. Na gut. Ich wette, hier ist irgendwo ein Hebel, den ich wegen der Dunkelheit nicht sehen kann. Und nur deshalb ist mir der Weg jetzt versperrt. Eigentlich kann ich mich erinnern, dass... Ja, gucken wir uns hier mal weiter um. Einzelteile. Was soll ich damit? Ihr habt Fackel gefunden. Wäre jetzt so gut. Okay, man kann Licht damit erzeugen. Durch den Kampf achte ich nicht so sehr darauf. Ja klar, der hat mich jetzt natürlich gehört. Wo bleibst du, du Mistkerl, hä? Was? Oh. Okay. Keiner von den Mistkerlen. Ich denke, wir müssen uns weiter umsehen. Ja, hier könnte noch irgendeiner sein. Sieht schon ganz geil aus hier.
Muss man schon sagen. Na, du Trampeltier. Ja, wir haben jetzt natürlich eine schicke Robe, die schnell Mana regeneriert. Sehr gut. Meine Hoffnung war, dass hier irgendwo ein Schlüssel liegt. Hier geht's noch weiter. Das wird Kroko gefallen. Wer ist Kroko? Da. Na, wer ist denn da geblieben? Na, wer ist denn da ein Haufen Asche? Ich glaube, an der Truhe waren wir schon dran, aber... Kann man die von hier aus? Ach, sowas ist immer amüsant. War er das schon? Ja. Ah, ich verstehe schon. Das ist die Abkürzung. Schon wieder Zeug, was wir verkaufen können. Und hier irgendwo ist doch der Schlüssel. Möchte ich wetten. Na, von hier kommen wir. Nein. Wir kommen von da. Oder ist hier ein Schalter? Egal. Junge, fahr endlich zur Hölle. Du kannst nicht entkommen. Es gibt kein Entkommen. Ja, geil. Was war die Rolle? Ach, nehmen wir sie einfach. Nichts Nützliches. Heilung. Ja, hauen wir ab von hier. Wo sind wir wohl gerade? Nördlich von Ark. Tja, du wirst vorausschauender kämpfen müssen, wenn du es mit mir aufnehmen willst, dann wirst du besser kämpfen müssen und so weiter. Okay, da lang. Na, dann gehen wir noch nach Ark, sacken unsere Belohnung ein, schauen mal, was die nächste Aufgabe sein könnte. Tierisch. Tierisch gut. Gierisch tut. Du, danke, Amun. Ahoi. Ahoi, du Landratte. Bisschen dürr um die Nase. Nee. Bisschen blass um die Nase.
Nase. Du bist so dürr für einen Piraten. So haben sich so viele Sprüche gleichzeitig gemischt. Verzeiht. Eine Münze für einen Verwehrten. Alles klar, dann gehen wir mal zum Marktplatz. Bürger und Bürgerinnen Args, leckt eure Lippen in ungezügelten Verlangen, wenn der Duft unseres Messer. Kommt drauf an, welche Lippen geleckt werden. Widerlich. Hört meine Worte, ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. Okay. Ein Wunder, das auf seiner Glorie... Schreitet wohl. Aber immer doch. Aber immer doch. Kettenblitz. Oh, wir müssen mal gucken, ob sie ein neues Zauberbuch hat. Ein neuer Blitz wäre ja gar nicht so übel. Mhm. Ja, die Mana-Tränke werden wir behalten. Die Teleportzauber werden wir definitiv behalten, ist klar. Schwerrüstung. Ja, heben wir mal die Bücher auf, einfach mal so. Habe ich noch was vergessen? Ja, der Rest sind. Schreitet wohl. Ich glaube, Waffen. Nee. Kleidung, die wir verscherbeln können. Der hat ja viel immer. Schreitet wohl. Alles, was das Herz begehrt, seht selbst. Alles klar. Ja, die werden wir nicht mehr brauchen, die Sachen. Eine davon, die hier. Alle sechs. Erhöht Mana um 7 Punkte. Nein, ist okay. Obwohl, was hat... Alles, was das Herz begehrt, seht selbst. Mann, Mann, Mann. Ja, darum kümmern wir uns... Kommt wieder. ...beim nächsten Mal. Na gut, ich denke, das ist ein guter Punkt, um zu sagen, auf Wiedersehen, Leute. Macht's gut.